Ist das Hephaistos Schmiede? Süß. Versuch dich nicht versehentlich aufzuspießen. Aber Phönix hörte nicht mehr zu. Die Schmiede zog ihn auf geheimnisvolle Weise an. Das Adamant, das er gefunden hatte, wollte geschmiedet werden. Schicker Kessel. Phönix ließ das hohle Kompliment in der nachfolgenden Stille verebben. Stattdessen konzentrierte er sich auf mögliche Rezepte für Tränke. Das sind ein paar Ideen, wie wir es Typhon heimzahlen könnten. Ihr Sterblichen braucht offenbar Anreize. Deshalb bezahle ich dir für jeden Erfolg ein paar Elektra. Und da ich der Gott des Handels bin, kannst du sie gleich hier ausgeben, um, das rätst du nie, zu handeln. Wie kreativ. Du kannst natürlich auch mit deinen eigenen Elektra bezahlen. Ich dachte, der Anreiz war für mich. Naja, ich bin auch der Gott des Profits. Diese Preise? Und ich bin der Gott der Diebe. Wir haben alle unsere Laster. Was ist das da drunter? Ein Putzplan. Sonst müssen immer alle anderen hinter Ares herräumen. Hast du schon mal versucht, Blut aus einer Blutlache zu bekommen? Eine Herakles-Aufgabe. Bescheid, wenn du gern irgendwas kaufen willst.
Elektra, die dir die Taschen schwer machen? Ist das für die jährliche Zahnuntersuchung der Götter? Nein, hier reißen wir uns die Haut vom Leib und wandeln unsere Gestalt. Na, immer noch besser als ein Zahnarztbesuch. Was ist das? Ich bin nicht sicher. Hades ließ es herbringen. Hinterlege ein Opfer für den Fährmann und du könntest unerwartete Hilfe erhalten. Aber sei vorsichtig. Argo hat das letzte Geschenk aus der Unterwelt kaputt gemacht. Und sieh, was aus ihm geworden ist. Wer ist Argo? Ganz genau. Und hier trainierst du? Oh Götter, nein! Was für eine Zeitverschwendung! Nutze einfach den Blitz des Zeus, um deine Muskeln und Ausdauer zu verbessern. So mache ich das immer. Du bist eine Inspiration. Das höre ich öfter. Sag Bescheid, wenn du gern irgendwas kaufen willst.
Ich hätte da was. Möchtest du gern etwas kaufen?